Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde hier von DayZ. Danke, dass ihr auf meinen Kanal eingeschaltet habt. Was sieht denn hier so komisch aus? Warum gucke ich nur durch den Scope? Ich habe meine verhassteste Waffe und zwar eine AK-74 und liege hier in der Schule unterm Tisch. Warum liege ich denn unterm Tisch? Erstmal ein bisschen Blut zu tanken. Zweitens, ich habe eine Fraktur, meine Arme sind gebrochen. Und ich weiß, da draußen ist ein Sniper. Und es gibt nur diesen einen Weg in diesen Klassenraum rein und der führt durch diese Tür. Und ich warte erstmal darauf ab, bis erstens die Situation sich beruhigt hat und zweitens, dass ich rauskam. Ihr sollt natürlich jetzt hier ein Teil davon sein, während ich hier liege mit meinem Arm, der ein bisschen komisch aussieht. Na, und mir haben sie die Jacke zerschossen. Die muss ich mir auf einen anderen Server holen. Die werde ich auf diesem Server so nicht mehr finden. Zumindest auf dem Server ja, aber nicht mehr hier in der Nähe in Elektro. Und ich weiß, dass ich, wie gesagt, nach draußen muss, um mir hier meine Arme heil zu machen, zu bandagieren mit Stöckern, weil ich keine Morphinstifte habe. Wie gesagt, ihr wisst ja, vor zwei Folgen guckt... Ist klar. Ist klar. Was für ein dreckiger Schummler, ey. Durch den Tisch geschossen und alles. Und wo... Ja, gut. Dass er sich da drin war, das wussten die ja. Ach, na, Schummler ist es nicht, ne? Aber durch die Schütt... Also, ich konnte die Waffe nicht hoch und runter nehmen. Sehr ärgerlich gewesen. Jetzt sieht man hier unten, wie mein Zeug verschwindet. Jetzt hat er die Waffe weggenommen. Ich finde sie scheiße. Leider kann ich ja nicht weiter reingucken, aber ich sehe ja ungefähr, was er sonst noch rausgenommen haben könnte. Ah, jetzt kann ich es gar nicht mehr sehen. Gucken wir mal, wo wir gespawnt sind. So sollte es natürlich nicht ausgehen. Ich hätte mich jetzt natürlich auch ausloggen können, feige, wie manche andere das machen. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Wäre natürlich für mein Equipment besser gewesen. Oh, mein Content liegt bis jetzt noch da. Wie hat er mich denn da unter den Tischen gesehen? Das würde mich mal interessieren. Ich hätte ja auch rechts in der Ecke oder irgendwo sein können. Der macht die Tür, also er hat die Tür aufgeschossen. Das war ja schon eine Vorwarnung, musste er ja. Aber, verstehe ich jetzt nicht. Jetzt muss ich die ganze Strecke laufen. Tja. Vielleicht kriege ich noch was von meinem Stuff wieder. Eigentlich hätte ich mich auch schon längst auslocken wollen. Ich wollte eigentlich gesagt nur ein bisschen DayZ aufnehmen. Ah, es ist schon wieder so lang geworden, jetzt habe ich wieder gar nichts mehr, was extremst ärgerlich ist, weil ich wollte mich eigentlich für heute Abend ausrüsten, das hatte ich glaube ich schon gesagt, damit ich mit den anderen wieder zocken kann und damit wir hier ein bisschen mehr aufnehmen können. Es ist jetzt wieder so eine Solo-Nummer geworden, aber guckt einfach mal vor zwei Folgen, wo ich, warum nicht freundlich, da fing das an, was eigentlich Sache ist und ja, dann guckt mal die Folgen eben an, wie sich das Ganze entwickelt hat, einschließlich der Spielerzahl und allem. Da werdet ihr mal gucken, wie sich das auf einmal hier verändert. Womit man nicht rechnen kann, was man eigentlich auch gar nicht vorhatte. Naja, naja, naja. Man kommt ja leider nicht mehr von diesem Schneeberg. Wir nennen ihn ja immer noch so von früher. Alter, mach das weg. Das ist der Schneeberg. Kommt man nicht mal bis nach Elektro, ohne unterwegs zu verhungern. Warum trinke ich dann jetzt eine Dose? Ihr wisst, Zucker erhöht ja auch die Lebensenergie. Und das ist halt einfach scheiße. Ich weiß nicht, was sie da an diesem... Einstellungen im Hintergrund gemacht haben, ist es auf jeden Fall richtig kacke. Man kann nicht mehr weit laufen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ein Anfänger und spawne hier. Nur gut, ich werde zu den Häusern gelaufen und geguckt, ob ich Essen finde. Sollte das Essen aber weg sein, bin ich zwangsweise dazu verdammt zu verhungern, weil ich es nicht schaffe, in die nächste wirkliche große Stadt oder da etwas zu finden. Klar, es ist immer Feintuning, aber eigentlich war das ja schon relativ gut eingestellt und sie haben es wieder mal verschlimmert. Und das kann Buena Active echt gut. Sachen, die funktionieren, verschlechtern. Und Sachen, die nicht funktionieren, die fixen sie nicht. Beziehungsweise haben sie jetzt ja, wie gesagt, angefangen zu fixen. Woran lag es? Das wollte ich vorhin eigentlich ja noch vor, ich glaube, in der letzten Folge erzählen. Das lag daran, dass sich ja Buena Interactive beschwert hat, dass die Leute so viele negative Rezensionen abgegeben haben über das Spiel. Und dann denke ich mir, mein Gott, ihr habt die Community verspottet, ihr habt der Community gedroht und ihr habt auf die Community ignoriert. Und dann wundert ihr euch, dass die Community negative Rezensionen gibt? Es war ja wirklich so, es gab ja ein richtiges Streitgespräch. Und
Da verstehe ich das nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man mit so einer Arroganz gegenüber einer Community, die das Produkt bezahlt und spielt und für sie kostenlos testet. Ne, Microsoft zahlt da jetzt Milliarden im Grunde dafür. Und die werden noch dafür bezahlt, mit so einer Arroganz daran zu gehen. Das ist der Grund zum Beispiel, warum ich mir auch nicht die Mod hole. Warum ich mir nicht Arma 2 und so installiere, weil, oder Arma 3, oder ich glaube, ist schon Arma, nee, Arma 3 ist ja das neueste. Warum ich mir das nicht hole? Weil ich keinen Bock habe mehr, diese Firma weiter zu unterstützen. Menschen, die so arrogant sind, werden von mir nicht unterstützt, mit keinem einzigen Cent. Mein Spiel kann buggy sein, gar kein Problem, oder laggy, oder was auch immer, aber wenn die Entwickler der Community mit Arroganz begegnen, dann können sie mich mal am Arsch lecken. Harte Worte, aber eine knallharte Meinung, die ich auch vertrete. Ich lasse mich ja nicht hier verarschen von dem. Reicht schon, dass ich DayZ für die zocke. Dementsprechend poste ich nur noch auch schwerwiegende Bugs und Fehler, die tatsächlich dazu führen, dass ich häufig sterbe. So kleinere Sachen, die mir auffallen oder so, die können andere posten. Ich habe da keine Lust mehr zu. Da sind die Moderatoren des Forums und einschließlich die Gesamteinstellung dieser Firma dran verantwortlich für. Naja, gucken wir mal, ob wir hier was finden, um die Dose Essen zu öffnen. Aber wie ihr seht, hier waren schon genug Leute. Wir werden hier nichts mehr finden. Na, dann rennen wir mal nach Elektro rein. Machen wir dasselbe, was wir immer machen, was ich jeden Abend mache und was ich an diesem Spiel echt hasse. Das sind diese scheiß Laufwege. Jetzt könnte man ja auch wieder... Das ist ein Lebenssimulator. Hier simuliere ich mein Leben. Im Leben drücke ich auch auf Respawn. Ja, genau. Ne, und... Diese Lauferei ist so zum Kotzen. Das ist das, was bei dem Spiel tatsächlich bei mir den Spielspaß versorgt, wenn ich immer dran überlege, oh geil, jetzt ein bisschen DayZ hier mit Spannung, wie es eben war, die aufrechtzuerhalten und laufen. Na. Aber zum Glück für euch relativ unwichtig oder uninteressant ist ja daran, ich mit meinem Gequatsche überbrücke ich ja die Zeit. Das Gequatsche will nur keiner hören, wenn ich mit den anderen zocke, weil die kennen ja die Stories und mit denen unterhalte ich mich ja auch immer und so. Dann ist es jetzt nicht auf einen Schlag auf 20 Minuten komprimiert, sondern auf mehrere Stunden des Abends. Nur schade, dass ich mir jetzt gerade mühsam mein Zeug hier so zusammengesucht habe und dann durch die Tische abgeknallt werde. Ich weiß nicht, wie der mich sehen konnte, weil ich habe versucht, ihn zu sehen und konnte ihn kein Stück sehen. Ich habe das mit den Fuß unten gesehen, das war es aber auch. Merkwürdig. So, in der Zeit, wo ich hier ganz schnell laufe, ich glaube, ich werde das jetzt ab hier auch mal in Zeitraffer machen, bis ich hin bin, hole ich mir mal schnell was zu trinken. Bis gleich. So, da machen wir jetzt weiter. Das Vorspulen ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ich habe ja nun gar nichts. Ich glaube, hier ist auch schon alles gelootet. An dem Auto ist auch nichts. Gucken, ob wir noch nichts an einen Teil meiner Leiche kommen. Was ich bezweifle. Ja gut, die scheiß AK kann er mir wegnehmen. Die Muni für die AK kann er mir wegnehmen. Aber ich denke mir, die werden alles geplündert haben. Die Tür werden sie nicht aufgemacht haben, sonst hätte ich hier oben lang klettern können. Ich fand es auch geil, wenn man hier durch Land läuft, dass man dieses Wasserplätschern hat. Tür überall Zombies?
Alles weg? Ach, das sind ja dumme Wichser. Die haben meine Leiche zerschnitten, damit ich nicht mehr rankomme. Das sind dumme Spastis. Finde ich scheiße, dass das geht. Wie gesagt, das wird, macht man nur nicht, damit man Fleisch kriegt, sondern damit alle Sachen weg sind, wenn man die nicht verstecken kann, die Leiche. Dann zerschneidet man die und der, alles, was man hatte, ist auf einen Schlag weg. Scheiße, oder? Wie findet ihr denn das? Schreibt das mal in die Kommentare. Findet ihr das in Ordnung? Findet... So, das musste jetzt sein. Der hatte einen Waffenbug mit Pistole, keine Ahnung, was der hatte. Ah, jetzt müsste ich mich wieder neu ausrüsten. Das ist so ätzend, ey. Mich ärgert das gerade mit diesem Zerschneiden. Da hat man gesehen, dass der überhaupt nicht die Sachen wollte. Man kann ja auch einfach mal eine Pistole zerschneiden. Geht, Rucksäcke, Waffen, alles. Aber wie gesagt, wie findet ihr denn diese Methode? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Mein Problem ist, Mozi ist die einzige, die er überlebt hatte und Seppel war nicht da. Bedeutet, beide sind jetzt nicht hier, wo ich bin. Und hier, wo ich bin, kann man sich so gut wie nicht umbringen. Das bedeutet, ich muss jetzt nach da ganz hinten bis zur Factory laufen, springe da runter und meine Erfahrung sagt mir, dass ich die nächsten dreimal hinten bei der Factory wieder spawnen werde. Das heißt, ich werde nicht mehr so schnell irgendwo jetzt in eine nähere Stadt kommen. Ich könnte jetzt nach Lambertville laufen, aber aus Erfahrung weiß ich auch das, dass ich da ankomme, ist auch unmöglich, weil ich müsste unterwegs looten, um mir Lebensmittel zu holen, weil ich den Weg nicht mehr schaffe, da sie ja, wie gesagt, diese Einstellung geändert haben. Ach, sehr, sehr ärgerlich. Warum ich jetzt nicht einfach Pause mache und sage, soll sich doch der Zukunftsnero drum kümmern und ich schneide die Folgen zusammen, obwohl ich kann das ja machen. Die letzte Folge werden beide Folgen ungefähr 25 Minuten. Mache ich das? Dann verabschiede ich mich mal jetzt von hier, dann habt ihr jetzt zwei längere Folgen. Sagt danke, dass ihr zugeguckt habt. So, machen wir doch schön, QE. Und sagt danke, vielleicht sehen wir uns in einem nächsten Let's Play, vielleicht auch schon in dem nächsten Update. Danke, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde hier bei DayZ. Ich klinge ein bisschen heiser, der Raum ist jetzt leider auch geschlossen, dadurch halt es ein bisschen. Ja, gerade connected auf den Server. Ich mache diesmal eine einfache kleine Loot-Runde. Und deswegen sind hier auch nicht viele Leute drauf, wie man sehen kann. Naja. Aber das letzte Mal habe ich auch gesagt, wird eine einfache Loot-Runde und ist total eskaliert. Mal gucken, wie es diesmal wird. Ja, wir befinden uns hier am Vorort von Elektro. Und vielleicht sollte ich es mal zeigen, ich habe gar nichts. Tja, woran liegt das? Dort. Oh, aber dann nehmen wir uns erstmal ein paar Sachen mit. Oh, nice. Eine Munibox. Messer. Oh. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Noch eine Weste? Nee, die will ich nicht. Messer nehme ich schon mal mit. Essen nehme ich. Obwohl ich nur noch ein zweites Messer mit. Warum? Damit kann ich dann die ganzen tollen Sachen aufschneiden, wie die Dosen, und wenn das Messer hin ist, schmeiße ich es weg. Oh, ein FNX-Magazin nehme ich auch mit. Sehr gerne. Hm. Den Rest finde ich jetzt alles nicht so berückend. Na gut. Ich spiele momentan erstmal in der Ego-Perspektive. Warum? Einfach so aus Laune. Vielleicht, um das ein bisschen miscreated näher zu bringen. Was ist dieser kleine... Seht ihr das da bei der Schrift? Da über der Mütze, was ist das? Ach, das ist ja das... Ja, das Visier. Na, und da hat man jetzt mal so einen Vergleich. DayZ zu miscreated, das muss ich natürlich sagen. DayZ ist ein... Also ich finde es von den Bewegungsabläufen ein bisschen geiler. Ich finde es mit den Büschen zum Beispiel bei miscreated geil. Wenn man da durchläuft, dann wackeln die so nach und sowas. Das finde ich schon sehr episch. So, guck mal, was wir haben. Und dann könnt ihr zusammen mit mir mal ein bisschen, alter, laggy looten. Ich packe mal die Axt auf die 1. Ja, den Motorradhelm mag ich nicht. Früher wollte ich den unbedingt haben, inzwischen. Nee, nicht bei DayZ.
Der Motorradhelm hat natürlich den Vorteil, falls ein Bambi einen gegen Kopf schlägt, fällt man nicht ohnmächtig um. Ich meine, so ein Bambi wie ich es bin. Ah, das mit den Zäunen, das werden sie, das kriegen sie nie mehr. Das war ja mal richtig. Das hat mal richtig geil funktioniert von Weitem. Dann haben sie irgendwann den Bug eingebaut. Warum auch immer, das ist ja nicht absichtlich. Und seitdem, der bleibt drin. Den kriegen sie nicht mehr raus. Warum ich jetzt wieder mal Elektro nehme, das nehme ich natürlich auch um... Eine Taschenlampe. Bringt mir nichts. Um natürlich zu zeigen, wie die Grafikeinstellung sich vielleicht auswirkt auf das, was ich hier gemacht habe. Und natürlich auf die Frames. Und wir sind jetzt bei 19 Frames, 20 Frames. Und man muss, wie gesagt, nach Elektro reinlaufen. Das ist das Schlimmste, was man dem Rechner antun kann. 20 Frames, 17 Frames, 22, 36. Na gut, ich gucke ja auch ein bisschen um mich. Jetzt gucke ich nach vorne. 16, jetzt brechen sie weg. Völlig normal. Alles gut. Ich bin ja mal gespannt, wie Daisy wird, wenn das nächste Update draußen ist. Das kann jetzt tatsächlich schon diesen Mittwoch kommen. Ich glaube zwar nicht dran, aber es kann passieren. Ich gehe überall rein. Seht ihr warum? Sehr nice. Ja, ich sortiere meine Sachen übrigens immer gleich bei mir. Hat den Vorteil, man gewöhnt sich halt daran und man weiß sofort, welche Taste man drücken muss. Ja, zwei Fleischerhaken, die brauche ich ja nun wirklich nicht. Tape kann ich so auch noch nicht gebrauchen. Vielleicht kommt ja mal irgendwann mal ein bisschen mehr Crafting-Rezepte, wo man mit Tape auch was Geiles machen kann. Oh, eine Presseweste. Mag ich die lieber als die schwarze? Ich nehme sie jetzt erstmal mit. Eigentlich total sinnlos, dass ich die mitnehme, aber ich kann nicht... Ich kann nicht anders aus meiner Haut fahren. Es tut mir leid. So, wollen wir hier rein. So, immer noch ein paar Leute drauf. Da ist es ja wahr, was soll denn passieren bei ein paar Leuten? Ja genau, das ist das Problem. Die paar Leute sind absolut mörderisch. Ich finde den Hut irgendwie geiler, der hier ist. Ist Mozis Hut, den kann ich zur Not tauschen. Irgendeine Brille, nehmen wir erstmal die hier. Besser als diese Lesebrille. Ich habe eine Mosin, mit der ich nichts anfangen kann. Ist auch geil. Jetzt gehe ich tatsächlich aber mal, sonst kriege ich hier. So. Da ist der feine Unterschied. Ich glaube, das liegt aber an der Kameraführung, dass ich hier in Third Person lieber loote als in First Person, was bei Miscreated ja genau andersrum ist. Ich gehe überall rein, wie gesagt. Mag den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nerven. Aber wie gesagt, wir müssen uns ja ausrüsten. Also wie ihr seht, ich hatte ja gar nichts. Endlich fangen wir mal bei Null wieder an. Endlich mal. Ja, was ist mit meinem alten Stuff passiert? Kann ich vielleicht auch mal kurz erzählen. Da waren ein paar viele Spieler. Und einer von denen fand ich sehr, wie soll man es denn sagen, bemerkenswert. Der stand hinter einer Mauer. Und also da stand dann so eine Hausecke und da war noch eine Mauer, so ein Dreieck. Ich bin in der Mauer drin rumgelaufen, sodass er mich nicht sehen konnte. Und er hat durch Kim und Korn geguckt. Ihr alle kennt das ja selbst, wenn man durch Kim und Korn guckt, ist der gesamte Blickwinkel nach vorne gerichtet. Und der hat gesehen, dass ich von hinten kam. Obwohl er da durchgeguckt hat, obwohl ich hinter noch einer Mauer war. Und er hockte. Mit Kim und Korn, das kann man ja an der Waffe deutlich sehen. Und auch einer Kopfbewegung. Naja, der hat auf jeden Fall gesehen, dass ich von hinten kam, hinter der Mauer, und ist dann in eine andere Richtung gelaufen und dementsprechend wurde ich dann wieder abgeknallt. Naja, von solchen haben wir, bin ich auf jeden Fall gekillt worden. Und davon 6 Stück. Naja. Heißt nicht, dass der gecheatet hat. Ich fand es halt nur extrem auffällig, weil es eigentlich nicht geht. Naja. Ich will ja nicht heulen. Ich bin ja jetzt hier und bin dabei. Kann ich die Pants eigentlich auch zerreißen? Wunderbar. Hier, neue Rackstore. Wenn ich eine Regenjacke finde, dann werde ich die mir auf jeden Fall wieder zerschneiden. Ein toller Armbinden. Das mache ich mir immer. Guck mal, hier haben wir noch einen Pulli. So. Hier ist der Rex. Aufstecken. Hier ist der Rex. Ja, ja, auch wenn sie dreckig sind. So. Ach komm, ich mache mir erstmal 2. Oh. Okay, das reicht. Tschüss. Ciao.